So, heute beweisen wir mal den Dreispiegelungssatz. Wie immer, euch versteht man nicht im Video, sondern nur aus dem Off. Ich wiederhole das, was ihr sagt. Okay? So, der Dreispiegelungssatz besagt das Folgende. Die Verkettung von drei Achsenspiegelungen ist genau dann wieder eine Achsenspiegelung, wenn die drei Achsen im Büschel liegen. Das heißt, entweder parallel oder kopunktal sind. Also, die Verkettung von drei Achsenspiegelungen ist genau dann wieder eine Achsenspiegelung, wenn die drei Achsen im Büschel liegen, das heißt, entweder parallel oder kopunktal sind. Das ist eine Aussage, die ein genau dann, wenn hat. Ne? Genau dann, wenn. Wie beweist man sowas oftmals? Eine Äquivalenz von zwei Aussagen. Wie beweist man die? Springer. Mit einem direkten Beweis. Okay, wir werden einen direkten Beweis machen. So, und jetzt haben wir so ein genau dann, wenn, das wir beweisen wollen. New York. Ja, genau. Also man zeigt die eine Richtung und die andere Richtung. Ne? Genau dann, wenn. Genau dann, wenn, ist ja eine solche Aussage. Okay? Wenn die drei Achsen im Büschel liegen, dann ist die Verkettung eine Achsenspiegelung. Und wenn die Verkettung eine Achsenspiegelung ist, dann liegen sie im Büschel. Das heißt, einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Wir beweisen einmal diese Richtung und einmal diese Richtung. Okay. So, und wir fangen an mit dieser Richtung. Wenn die drei Achsen im Büschel liegen, das heißt entweder parallel oder kopunktal sind, dann ist deren Verkettung wieder eine Achsenspiegelung. Wir beginnen mit dieser Richtung, weil wir das schon gezeigt haben in der letzten Sitzung. Das wiederholen wir jetzt also hier nochmal. Okay? Also, wir beginnen bei der Voraussetzung, die drei Achsen liegen im Büschel und zeigen, dass sie dann wieder insgesamt eine Achsenspiegelung ergeben. Gut. Die drei Achsen liegen im Büschel. Welche Möglichkeiten gibt es da? New York? Entweder parallel oder kopunktal. Das heißt, wir müssen jetzt eine Fallunterscheidung machen. Ja? Also die drei Achsen liegen im Büschel. Fall 1. Die drei Achsen sind parallel. Zeichnen die mal hier so hin. Die Abstände sind ja beliebig. Ich habe jetzt mal konkrete Abstände hingemalt, aber eigentlich sind die Abstände egal zwischen den Achsen. Soll ja für beliebige Achsen gelten. Und den geben wir mal Namen A, B, C. Und diese Verkettung ist die Verkettung von A, also Achsenspiegelung A, verkettet mit der Achsenspiegelung B und dann verkettet mit der Achsenspiegelung C. Ich habe das hier mal geklammert. Wir brauchen normalerweise keine Klammern, weil wir von links nach rechts lesen. Aber wir werden zunächst mal an A spiegeln und dann an B. Das heißt, zuerst mal diese Verkettung hier ausführen und dann anschließend an C spiegeln. Manche schreiben jetzt hier, unterscheiden die Bezeichnung der Geraden und die Spiegelung an der Geraden. Man könnte jetzt hier so Striche drunter machen, um zu sagen, das ist die Gerade A und das hier ist die Achsenspiegelung an der Achse A. Okay, wir schenken uns das, weil wir es nicht so genau nehmen. Okay. So, was können wir jetzt machen, um zu zeigen, dass das letzten Endes insgesamt, dass die Abbildung insgesamt eine Achsenspiegelung ist? Haben wir letzte Woche gemacht, ist jetzt sozusagen nur nochmal, wir wiederholen es nochmal. Ne? Was können wir machen? Parallelen A und B gemeinsam so, dass die Achse B auf C liegt.
Das können wir eben machen, weil wir ja gezeigt haben, dass die Verschiebung keine Auswirkung auf die Lage hat. Sehr gut. Die Spiegelung an A und an B nacheinander an zwei parallelen Geraden ist eine Verschiebung. In welche Richtung? Orthogonal zu den Achsenspiegelungen. Also wir verschieben in diese Richtung hier. Na, das ist eine Verschiebung in diese Richtung. Und um welchen Betrag wird verschoben? Genau, den doppelten Abstand zwischen den Geraden A und B. Und wir haben festgestellt, dass jetzt also eine Verschiebung in die Richtung orthogonal auf die Geraden, in doppeltem Abstand der beiden Geraden. Es ist aber egal, wo die Geraden liegen. Die können hier liegen oder da liegen oder da liegen oder da liegen. Es ist immer die gleiche Verschiebung. Und da das immer die gleiche Verschiebung ist, ist es egal, wo sie liegen. Das heißt, wir können die beiden Achsen verschieben. Und du hast schon richtig gesagt, wir verschieben die beiden Achsen jetzt so, dass B' auf C liegt. Und ich zeichne die Situation mal daneben. Also wir haben jetzt hier die Gerade C. So. Und wir haben die beiden Geraden A und B so verschoben auf A' und B'. So, ich zeichne das hier mal so knapp daneben, ne? Das ist gleich B' ist gleich C und das ist die Gerade A'. So. Und da es egal ist, wo die beiden Geraden liegen, wenn sie eine Verschiebung bilden, ist diese Abbildung gleich dieser Abbildung hier. Wir spiegeln erst an A', dann an B' und dann an C. Okay? So. Ich sehe immer noch nicht, dass das eine Achsenspiegelung ist. Was können wir jetzt ausnutzen? Springer. Ja, B' das gleiche wie C. Das heißt, wir wenden hier mal das Assoziativgesetz an und verfassen die Spiegelung an B' und an C als zusammengehörig auf. Und das wird nacheinander ausgeführt. Zwei Spiegelungen an derselben Achse sind die Identität sozusagen, ne? Also ich spiegle an einer Achse und dann spiegle ich an derselben Achse nochmal, dann wird die erste Achsenspiegelung rückgängig gemacht. Das heißt, es passiert gar nichts. Das heißt, B' verknüpft mit C, die Spiegelung, die Doppelspiegelung hier fällt weg und es bleibt nur noch A' übrig. Das heißt, die Gerade, die links, in diesem konkreten Beispiel links von C so weit weg liegt, wie A von B weg liegt. Okay? Ja, und jetzt haben wir gezeigt, die Spiegelung an drei parallelen Achsen hintereinander ist, weil ich die ersten beiden Achsen so verschieben kann, dass die zweite Achse auf der dritten liegt und die sich aufhebt, ist insgesamt nur eine einzige Achsenspiegelung. Okay. Gibt es dazu Fragen? Jetzt machen wir das Ganze natürlich nochmal für den zweiten Fall. Die beiden Achsen, die drei Achsen sind kopunktal. A, B, C und ich spiegel wieder erst an A und dann an B und dann an C. Kopunktal heißt, die schneiden sich alle in einem Schnittpunkt S. Wenn wir mal hinschreiben hier S, okay. Was machen wir jetzt? Mit den A und B gemeinsam, soweit das B auf C liegt. Wir begreifen A und B als zusammengehörig und wir wissen, wenn zwei Geraden sich schneiden in einem Winkel Alpha und wir spiegeln erst an A und dann an B, worum handelt es sich dann? Worum handelt es sich?
Drehung um Doppel. Oh, eine Drehung um? Doppel. Genau. Eine Drehung um den Punkt S mit dem Betrag 2 mal Alpha. Ne? Genau, das haben wir gezeigt mit Hilfe von GeoGebra. Und dabei ist egal, wie die Achsen A und B liegen. Hauptsache, sie schneiden sich in S und Hauptsache, der Schnittwinkel ist Alpha. Okay, das heißt, wir können A und B um S so herumdrehen mit konstantem Schnittwinkel Alpha, sodass B' wieder auf C landet. So, muss ich mal gucken. Achso, ich wollte ihn rot malen. A' und hier liegt jetzt B' drauf. B' gleich C. Naja, okay. Dann haben wir wieder dieselbe Situation natürlich. Jetzt haben wir hier A' verkettet mit B' verkettet mit C. Und B' liegt auf C. Das heißt, die heben sich beide gegenseitig auf, die Achsenspiegelung daran. Das heißt, wenn wir die jetzt als nacheinander Ausführung betrachten an B' und C, dann hebt sich das auf und es bleibt wieder A' übrig. Wichtiger praktischer Hinweis, ihr dürft die nacheinander Ausführung von zwei Achsenspiegelungen an derselben Achse nur wegfallen lassen, wenn es direkt hintereinander ist. Ja? Wenn ihr an einer Achse spiegelt und dann gleich wieder an derselben Achse, dann hebt das gegenseitig auf. Wenn dazwischen noch andere Abbildungen kommen, dürft ihr das nicht einfach wegfallen lassen. Sondern es muss schon in der Reihenfolge passieren. Ihr müsst immer auf die Reihenfolge achten. Die Reihenfolge ist wichtig, in der die Achsenspiegelungen durchgeführt werden. Ihr darf die Reihenfolge nicht beliebig vertauschen, außer in Spezialfällen, mit denen wir uns heute wahrscheinlich auch noch beschäftigen. Okay. Jetzt haben wir die eine Richtung bewiesen, nämlich wenn die drei Achsen im Büschel liegen, also entweder parallel sind oder kopunktal, dann ist es im Endeffekt nur eine einzige Achsenspiegelung, in diesen beiden Beispielen jeweils an A'. Jetzt brauchen wir noch die Hinrichtung, wie man so schön sagt. Also die Richtung in, also den Hinweg, du hast es schöner formuliert, glaube ich, ne? Den Hinweg. Okay. So, wir gehen jetzt in diese Richtung. Und jetzt ist die Voraussetzung, die Verkettung von drei Achsenspiegelungen ist eine einzige Achsenspiegelung. Und jetzt müssen wir zeigen, dass die drei Achsenspiegelungen dann entweder an parallelen oder kopunktalen Achsen stattfindet. Also jetzt gehen wir sozusagen von dem Ergebnis aus, was wir hier hatten. Wir haben irgendwelche drei Achsen. Und wenn ich die verkette, ergeben die eine einzige Achsenspiegelung. Und dann zeigen wir, dann müssen diese drei Achsen entweder kopunktal oder parallel gewesen sein. So, das heißt, unsere Voraussetzung ist, wir haben drei Achsen, an denen wir spiegeln. Und die ergeben eine Achsenspiegelung an einer Achse D. Drei Achsenspiegelungen hintereinander ist das gleiche wie eine einzige Achsenspiegelung. Das ist unsere Voraussetzung. Wir wissen aber jetzt noch nichts über A, B und C. Irgendwelche Geraden, irgendwelche drei ergeben eine Achsenspiegelung. Und jetzt müssen wir zeigen, dass die dann entweder parallel oder kopunktal sein müssen. Und jetzt wende ich mal einen Trick an, auf den man vermutlich jetzt so nicht kommt. Also ich würde euch jetzt nicht quälen. Fragen, was können wir jetzt hier machen? Also man kann natürlich jetzt anfangen, hier nachzudenken und so weiter. Aber manchmal kennt man so ein paar Tricks. Und wenn man die Tricks kennt, dann kann man es auch in ähnlichen Situationen wieder anwenden. Und der Trick hier ist, da diese beiden Abbildungen gleich sind, kann ich auch nach diesen beiden Abbildungen wieder dieselbe Abbildung dranhängen. Also ich kann an diese Abbildung hier, wenn ich das durchgeführt habe, spiegel ich nochmal an C
Und das ist das Gleiche, wie wenn ich erst an D spiegel und dann nochmal an C. Ja? Weil A, B und C verkettet gleich D ist, ist dieser Term gleich diesem Term. So, wer sieht jetzt, warum ich das gemacht habe? Was hilft mir das? Scharf hinschauen. Ich habe nicht an irgendwas gespiegelt hier. Ich habe nicht da A oder B hingeschrieben, absichtlich, sondern C. Warum? Wer sieht's? Niemand? Kann ich das hier irgendwie umformen oder kann ich da irgendwas mitmachen? Ja? Genau. Ich habe mit C verkettet, weil jetzt hier ich erst an der Gerade C spiegel und dann nochmal an der Gerade C und an C spiegeln und an C spiegeln, hebt sich gegenseitig auf, wenn es direkt miteinander passiert. Das heißt, hier links steht jetzt A verkettet B ist gleich D verkettet C. So. Okay. Jetzt habe ich auf der linken Seite nur noch zwei Achsen. Zwei Geraden. Wie können zwei Geraden zueinander liegen? Entweder parallel oder sie schneiden. Genau. A und B können entweder parallel liegen oder sie schneiden. Fallunterscheidung. Fall 1. A parallel zu B. Wenn A parallel zu B ist, was ist dann die Spiegelung an A und an B? Was ist dann dieser Ausdruck hier? Wenn die beiden parallel sind, was ist dann A verkettet an B? Mhm. Eine Verschiebung. Welche Verschiebung? Wie liegt die Verschiebung und welchen Betrag hat die? Doppelten Abstand zwischen Geraden A und B und senkrecht zu A und B. Wenn dieser Ausdruck hier eine Verschiebung ist, dann ist ja das hier die gleiche Verschiebung, weil dann gleich dazwischen steht. Das heißt, wenn das eine Verschiebung ist, senkrecht zur Richtung von A und B, dann ist das auch eine Verschiebung senkrecht zu A und B. Und wenn D und C verkettet eine Verschiebung sind, senkrecht zu A und B, dann müssen die beiden parallel zu A und B liegen. Ja? Das sind die gleichen Verschiebungen, also müssen die Achsen hier links und die Achsen hier rechts alle parallel zueinander sein. Sonst wäre das ja eine andere Verschiebung in eine andere Richtung. Das heißt, daraus folgt A parallel B, parallel C, parallel D. Na, das ist jetzt nicht so schön, glaube ich, hingeschrieben. Ihr wisst, was ich meine. Alle sind parallel zueinander. Vielleicht schreiben wir es ein bisschen ausführlicher hin. Also A ist parallel zu B. Das heißt, A verkettet mit B ist gleich eine Verschiebung in eine bestimmte Richtung. Die Richtung ist senkrecht auf die Geraden A und B. Und das ist ja die gleiche Verschiebung, wenn ich D und C verkette. Weil die beiden Seiten hier gleich sind, sind beide gleich der Verschiebung V. Und das heißt, daraus folgt, dass D und C parallel sind, weil sie eine Verschiebung sind. Und daraus folgt auch, dass D und C zu A und B parallel sind. Ich schreibe es jetzt trotzdem nochmal so hin. A parallel B,
parallel C, parallel D. Alle Geraden sind parallel. So, eigentlich brauchte ich nur zu zeigen, dass C parallel zu A und B ist. Nee, wir wollten zeigen, die ersten drei Geraden sind parallel. Aber Fakt ist natürlich auch, dass die vierte Gerade noch parallel ist, die resultierende Achse. Okay, Fall 2. A und B sind kopunktal. Das heißt, die schneiden sich. Was ist das dann für eine Abbildung, wenn A und B sich schneiden? Eine Gesamtabbildung? Ich spiegel an A und an B und die beiden schneiden sich. Was ist das für eine Abbildung? Eine Drehung um den Schnittpunkt mit doppeltem Winkel. Das heißt aber, wenn A verkettet mit B gleich D verkettet mit C ist, dann ist D verkettet mit C die gleiche Drehung um denselben Schnittpunkt. Das heißt, D und C müssen sich im selben Punkt schneiden. A und B schneiden sich im selben Punkt wie C und D, weil es sich um dieselbe Drehung handelt. Ne? Ich mache das hier mal als Text. Also sind A, B, C und D kopunktal. Wir wollten eigentlich nur zeigen, dass A, B und C kopunktal sind, aber jetzt haben wir noch gezeigt, dass die auch noch kopunktal ist. Klar, die Achse geht durch denselben Punkt. Okay, und da es keine anderen Fälle gibt mit zwei Geraden, die sind entweder parallel oder kopunktal, haben wir für alle Fälle gezeigt, dass diese drei Achsen hier im Büschel liegen müssen. Also sind wir fertig. Gibt es Fragen dazu? Ja? Welchen Teil dazwischen? Das hier, ne? Ich habe drei irgendwelche Achsen und die verkettet ergeben eine Achse D. Und jetzt wollen wir zeigen, die drei sind entweder parallel oder kopunktal. Jetzt mache ich einen Trick. Diese beiden Abbildungen sind identisch, also kann ich auch nochmal eine andere Abbildung hinten dranhängen. Und ich verkette hier mit C, sodass C verkettet mit C hier wegfällt. Dann habe ich hier A verkettet mit B, ist dasselbe wie D verkettet mit C. So. A verkettet mit B, das ist die gleiche Abbildung wie D verkettet mit C. Wenn A verkettet mit B, wenn A und B parallel sind, dann ist es eine Verschiebung, dann ist das die gleiche Verschiebung, also müssen D und C auch parallel sein. Und zwar parallel zu A und B, weil es ja die gleiche Verschiebung ist. Oder, nicht hier langlaufen, oder wenn A und B kopunktal sind, dann ist es eine Drehung, dann ist D und C die gleiche Drehung. Und wenn D und C die gleiche Drehung ist, dann müssen sich D und C im selben Schnittpunkt schneiden wie A und B. Also sind auch hier wieder alle Geraden, gehen durch denselben Punkt. So, also im ersten Fall sind alle vier Geraden parallel. Im zweiten Fall gehen alle vier durch denselben Punkt. Fertig.